Moin, liebe Mitwisher und Mitwischerinnen der Lastwagen-Community. Servus, ich mal wieder. Tja, im heutigen Video möchte ich keine Produkte vorstellen, möchte auch nicht irgendwelche Reinigungstechniken zeigen, sondern möchte einfach das Konzept vorstellen, was ich mir so fürs Jahresabschluss für eine Aktion ausgedacht habe. In den letzten Jahren haben wir, jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatten wir, die Kinderkrebskrankenstation in Hannover unterstützt, wo Timo den Eimer der Legenden ins Leben gerufen hat, wo wir auch eine sehr schöne hohe Summe erzielt haben. Das Jahr davor hatten wir für die Sternenbrücke in Hamburg, für das Kinderhospiz gesammelt, wo auch eine beträchtliche Summe zusammengekommen ist. Und diesmal möchte ich nicht nur eine Sache unterstützen, sondern dein Restaurant. Ja. Ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, was momentan mit der Gastronomie los ist. Jeder denkt sich so seinen Teil, ich mir auch, werde mich dazu nicht weiter äußern. Aber ich möchte, wie gesagt, die Gastronomie damit unterstützen, mit unserer Aktion, die wir jetzt oder die wir machen wollen. Und zwar geht es darum, am Jahresende, jetzt November, werden sie ja wahrscheinlich alle geschlossen haben. Einige werden außer Hausverkauf tätigen. Und habe mir das so gedacht, dass wir so eine Art U-Club machen. Dazu sind dann vielleicht auch Privatpersonen aufgerufen oder vielleicht auch irgendwelche Händler, die das Video vielleicht auch sehen. Stellt einfach ein Paket zusammen mit Reinigungsutensilien, was vielleicht mal ein Fehlkauf war oder wo er sagt, komme ich doch nicht mit zurecht. Vielleicht kommt jemand anders damit klar. Oder vielleicht auch neue Sachen, wo man sagt, ich habe Spendierhosen an und pack mal was Schönes Neues rein, dass ihr vielleicht solche Pakete zusammenstellt und uns zur Verfügung stellt. Und jetzt kommt das nämlich das Dings, wie unterstützen wir nämlich die Restaurants damit? Gute Frage. Ich habe mir das nämlich so gedacht, dass die meisten Restaurants ja Gutscheine ausschreiben, zumindest bei uns im Landkreis so. Kauft einfach einen Gutschein, mindestens 15 Euro. Könnt natürlich auch mehr haben, mehr kaufen. Und diesen Gutschein schickt ihr mir. Ja. Und zwar wird das nämlich dann als Los fungieren. Das heißt, wir hätten dann zwei Lostöpfe. In den einen Topf werden dann die Pakete drin sein und im anderen Topf die Gutscheine mit dem dementsprechenden Namen drauf. So kommt ihr nämlich auch nicht in die Versuchung, diesen Gutschein einzulösen, sondern dann ist es wirklich was Gutes für den Wirt. Weil, wie gesagt, wenn er einen Gutschein ausschreibt, Geld kassiert und der wird nie eingelöst, ja, brauche ich ja nicht weiter zu erklären und zu erläutern. Ja, jedenfalls würde man dann eben halt aus dem einen Topf das Paket ziehen. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Platz, sondern eben halt Paketnummern. Und aus dem anderen Topf wird dann eben halt ein Briefumschlag gezogen, die er mir zuschickt mit den jeweiligen Gutschein. Und diese Kombination gewinnt dann eben halt, ne? Paket 1, so jetzt irgendeinen Namen zu nennen, jetzt Timo oder Harald oder Karl-Heinz, hat jetzt Paket 1 gewonnen. Das würde dann dementsprechend, ich stelle natürlich auch ein Paket zusammen, schicke das dann an die Person. Der jeweilige Händler oder die jeweilige Privatperson würde dann eben halt auch das Paket, den Gewinn, an die und die entsprechende Person schicken. Das Ganze, dachte ich, startet dann im Dezember. Dazu schreibe ich dann natürlich einen ausführlichen Beitrag, wie es so ist, in unserer Facebook-Gruppe. Und dann haben die Leute eben halt die Möglichkeit, dann auch Gutscheine zu kaufen und die dann zu mir zu schicken. Natürlich alles über PPN. Ich werde jetzt hier nicht öffentlich meine Adresse bekannt geben, sondern eben halt, wer das möchte, schreibt mich einmal über Messenger an bei Facebook. Und gibt dann die Daten weiter oder eben halt, wer ein Paket zusammenstellen will und zur Verfügung stellen will, schickt mir dann die Bilder, wo ich dann eben halt einen Beitrag einfügen kann. Paket 5 von Karl-Heinz, Peter, hast mich nicht gesehen, ist zu gewinnen. Und wie gesagt, die Gutscheine schickt ihr dann an meine Adresse. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ach, an den Gutschein will er sich vielleicht bereichern. Ich denke, die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich solche Sachen nicht mache und dass ich da auch einen gewissen Ruf zu verlieren habe, den ich nicht für ein paar Euros aufs Spiel setze. Und im Nachhinein werde ich die Dinge auch vernichten. Das werde ich mit einem Video dokumentieren, wie die eben halt alle dann
Mal sehen, wie das Wetter ist. Vielleicht werden die verbrannt oder einfach nur geschreddert. Aber jedenfalls werden diese Gutscheine vernichtet, dass man gar nicht in Versuchung kommt, diese doch irgendwie einzulösen oder zu Geld zu machen. Das ist das Konzept, was ich mir zum Jahresende vorgestellt habe, was ich im Dezember starten wollte. Und rufe jetzt eigentlich mit diesem Video auf, weil es ist ja ein Monat, kann schnell rum sein, Gutscheine zu organisieren von eurem Lieblingsrestaurant oder Imbissbude oder so, wenn die sowas aufstellen. Und eben halt Pakete, also Preise. Gut, das war jetzt mal ein kurzes Video, einfach nur eben halt, um das Konzept klar vorzustellen. Und ich hoffe natürlich auf Anklang, dass einige sich daran beteiligen werden und habt ihr einen Monat Zeit. Und wünsche euch, heute ist der 30. Wünsche euch dann einen schönen Reformationstag morgen oder Halloween oder was auch immer ihr feiert. Jedenfalls einen schönen Feiert, schönen freien Samstag. Ich wünsche euch was, gehabt euch wohl und ne, ein Herz für Gastronomen. In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund, ne? Man sieht sich. Are we all?